Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Heute habe ich ein neues Mordfallvideo für euch. Der Fall heute ist gelöst und heute möchte ich euch erzählen, wie ein Vater aus reinem Neid und Paranoia sowohl seine Tochter als auch seine Frau ermordet hat. Heute geht es um den Fall von Judith Eva Barcy. Judith ist am 6.6.1978 in L.A., Kalifornien, als gesundes, junges Mädchen zur Welt gekommen. Ihre Eltern Maria Benko und Joseph Barcy waren ungarische Immigranten und Maria, die Mutter, träumte schon sehr, sehr früh davon, einmal Schauspielerin zu werden. Für Maria selbst ging der Traum nicht in Erfüllung, aber für ihre Tochter, denn Judith wurde entdeckt. Mit 5,5 Jahren stand sie das allererste Mal vor der Kamera für ein Donald Duck Orangensaftgetränk. Ja, in den nächsten Jahren spielte sie in einigen Werbespots mit, sogar Filmen oder Serien, und war auch als Synchronstimme tätig. Unter anderem, vielleicht kennt der ein oder andere sie, sprach sie Ducky in dem Film In einem Land vor unserer Zeit. Trotz der ganzen Werbespots und Filmdrehs und Synchronarbeiten bemühte sich Maria, dass ihre Tochter möglichst normal aufwachsen konnte. Sie besuchte eine ganz normale öffentliche Schule, nur dass sie eben an den Drehtagen schon mal fehlte. Judiths Erfolg wuchs rasant. Aber das brachte auch Probleme mit sich. Als sie 7 Jahre alt war, also ungefähr 1,5 Jahre nachdem sie entdeckt wurde, begann ihr Vater Josef paranoid zu werden. Er vertraute und sprach kaum mit jemandem und war dauernd gestresst. Ja, und diese Gefühle von Paranoia, Angst, Misstrauen versuchte er in Alkohol zu ertränken. Ja, und zu der Zeit begann er dann auch, seine Familie zu missbrauchen. Er drohte seiner Frau Maria regelmäßig, dass er sie und Judith töten würde, wenn sie versuchen würde, ihn zu verlassen. Ja, und außerdem schlug er seine Ehefrau. Es ist unvorstellbar, aber die ganze Aufmerksamkeit, die seine Tochter bekam, machte ihn eifersüchtig. Also er war eifersüchtig auf seine kleine Tochter. Ja, und so kam es, dass er eines Tages auf seiner eigenen Hausparty, ja, wo seine Tochter seiner Meinung nach zu viel Aufmerksamkeit bekam, sie sich schnappte, als sie in die Küche ging und ihr so heftig an ihrem Pferdeschwanz zog, dass sie zu Boden fiel. Ja, und einmal verpasste er ihr sogar eine blutige Nase, indem er eine Bratpfanne nach ihr warf. Ich meine, wer kommt auf die Idee, eine Bratpfanne nach seinem Kind zu werfen? Judith erzählte niemandem, was zu Hause abging, außer ihrer besten Freundin Trixie. Aber es war auch generell so, dass alle Freunde von Judith Angst vor ihrem Vater hatten. Also, ich glaube, die Kinder haben schon irgendwie gemerkt, dass dieser Mann vielleicht nicht ganz koscher ist. Irgendwann sollte Judith mit ihrer Mutter auf die Bahamas fliegen, um dort einen neuen Film zu drehen. Und Josef rastete vollkommen aus und hielt seiner Tochter ein Messer an die Kehle und drohte ihr damit, wenn sie nicht wieder zurück zu ihm kommen würden, würde er sie töten. Judith war natürlich komplett verängstigt und erzählte ihrer Mutter dann von dem Vorfall. Diese allerdings machte nichts. Einfach, weil sie selbst Angst hatte, getötet zu werden. Sogar Familie und Freunde von Maria rieten ihr, sich von Josef zu trennen. Doch die Angst, er könnte sie finden und den beiden was antun, war einfach zu groß. Natürlich ging das Ganze auch an Judith nicht spurlos vorbei. Sie begann, ihrer Katze Schnurrhaare auszureißen, sich selbst die Augenbrauen und Wimpern, einfach weil sie so gestresst war. Als jemand ihr Verhalten bemerkte und sie darauf ansprach, sagte sie nur, es sei wegen der Probleme zu Hause. Daraufhin wurde sie einem Psychologen vorgesetzt und dieser merkte sehr schnell die Schwere des psychischen und emotionalen Missbrauchs, der ihr widerfahren war. Auch mit der Mutter Maria wurde ein Gespräch geführt. Der Fall wurde allerdings wieder fallen gelassen, als Josef behauptete, er würde sich scheiden lassen und ausziehen. Was allerdings niemals geschah. Am 25. Juli 1988 sollte Judith bei einer Freundin übernachten. Die Pläne änderten sich aber in letzter Minute und so blieb Judith bei ihrer Familie zu Hause, was ihr im Nachhinein zum Verhängnis wurde. In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli schlich Josef sich in das Zimmer seiner Tochter und schoss dem schlafenden Mädchen in den Kopf. Man vermutete, dass Maria von dem Schuss wach wurde und nach ihrer Tochter sehen wollte. Josef allerdings erwischte sie auf dem Flur und schoss ihr ebenfalls in den Kopf. Man geht davon aus, dass er die Körper dort 2 Tage lang liegen ließ, bis er dann am 27. Juli das Haus anzündete und sich selbst in der Garage erschoss. Nachbarn bemerkten den Rauch und riefen daraufhin Feuerwehr und Polizei.
Ja, und so wurde dann natürlich aufgedeckt, was sich dort Grausames abgespielt hat. Ich finde das einfach unfassbar, wie ein Mensch zu so etwas fähig ist. Wie er sich denken kann, dass er eifersüchtig auf sein eigenes Fleisch und Blut ist. Wie er so paranoid wird und so kontrollsüchtig und dass er sich dann dazu entschließt, sein Kind und seine Frau zu töten. Wer weiß, ob es anders ausgegangen wäre, wenn Judith an dem Abend nicht zu Hause geschlafen hätte, sondern bei einer Freundin. Wer weiß, vielleicht wäre es dann nicht passiert. Vielleicht hätte sich das Ganze aber auch nur noch hinausgezögert. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, warum das Ganze fallen gelassen wurde, weil ja der Verdacht bestand. Man wusste ja, dass das Kind schwere psychische und emotionale Schäden davongetragen hat von diesem Missbrauch und warum die Leute da nicht irgendwie, weiß ich nicht, mehr reagiert haben und mehr gemacht haben. Ja, heute mal ein sehr kurzer, aber trotzdem erschütternder Fall. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren dalassen, was ihr darüber denkt. Ich meine, er konnte letztendlich leider nicht mehr bestraft werden, weil er sich selbst das Leben genommen hat. Kanntet ihr den Fall schon? War der Fall für euch was Neues? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr Vorschläge habt für Fälle, über die ich mal berichten soll, dann schreibt mir dies auch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Thank you.